Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Thailand-Vlog. Es regnet und so müssen wir zum Frühstück. Ich habe jetzt hier einen Regenschuh. Ich gehe einfach gleich barfuß und ziehe dann unten die Schuhe an. Mittlerweile geht es wieder, aber meine Beine sind schon trotzdem klitschnass. Wenn es kommt, dann richtig. Es kann dann aber innerhalb von 10 Minuten wieder vorbei sein hier. Es ist echt Wahnsinn. Okay, es hört wieder auf. Zehn Minuten und schon ist der Regen wieder vorbei. Es kann schön werden. So, wieder an unserer Hütte angekommen nach dem Frühstück. Gucke ich gerade auf das Handy und es zeigt an, es sind aktuell 27 Grad. Eine Wolke mit einem Regentropfen und die Regendauer beträgt heute 2 Stunden. Die Sonne geht 6.19 Uhr auf, 18.44 Uhr unter. Der UV-Index beträgt 10, obwohl bewölkt ist. Das habe ich auch gestern erfahren, dass der sehr hoch ist. Und die Luftfeuchtigkeit beträgt 85-90%. Also ihr könnt euch vorstellen, warum ich gerade so geschwitzt bin. Nur vom Herlaufen wieder. Ja, wir waren halt gestern unten am Pool und ich habe mich Tatsache hier ein bisschen verbrannt. Nicht doll, aber dafür, dass die ganze Zeit bewölkt war und die Sonne nur ganz schwach durchkam und ich mich sonst eigentlich nie verbrenne. Es ist heftig, also ihr könnt euch vorstellen, wie die Sonne hier ist. Krass. Kein Vergleich zu Deutschland. So, der Bikini ist an. Auf zum Strand. Mit Sonnencreme diesmal. So sieht das. Wie spät haben wir? Um 11? Oh ja. Circa um 11. So sieht das aus. Das Meer ist noch da. In ungefähr einer Stunde setzt dann die Ebbe ein. In einer Stunde ungefähr, ne? Ja. Und dann ist es alles ganz weit draußen und heute Nachmittag, beziehungsweise später, wandern wir dann noch ein bisschen raus. So. Oh! Auf erstmal kalt. Es ist gar nicht kalt, aber erstmal ist es kalt. Woo! Ich laufe hier einfach raus und es passiert nichts. Es wird einfach nicht tiefer. Jetzt wird es ein bisschen. Nee, nicht wirklich. Ich laufe und laufe. Und es passiert nichts. Mal gucken, wann ich weg bin. Welle! Ich habe wirklich Angst vor Haien. Ich meine, hier werden keine sein, aber man weiß ja nie. Ja, jedenfalls hoffe ich das nicht. Ich sehe auch nicht, was unter mir ist. Das Wasser ist nicht klar. Also es ist sauber, aber irgendwie verwirbelt. Es wird nicht tiefer. Eins, zwei. Oh, Heilige.
paar Stunden später war das Meer dann weg und wir sind rausgegangen und ein bisschen im Watt wandern gewesen. Was wir da gesehen haben, das seht ihr jetzt. Voll warm das Wasser. Wow! Hier muss ich aufpassen, Budde. Hier muss man aufpassen, wo man hingeht. Machen überall kleine Krebse rüber. Guck mal. Ob die in die Füße zwicken, wenn man drauf tritt. Hi! Das sind ja alles Krebse. Wie sie alle abhauen. Herrlich! Die hat voll Angst davor. So sieht der Strand aus. Hinten sind diese typischen Boote. Guck mal. Die werden immer größer, vor allem da ist mehr Schere wie Krebs. Geschafft hinter uns. Das Wasser ist immer noch so weit weg. Langsam sind wir beim Wasser, aber wir sind schon so weit vom Strand entfernt. Ich habe einen Einsiedlerkrebs gefunden. Die Muschel ist einfach vor mir weggelaufen. Mal gucken, wann er rauskommt. Komm schon, kleiner Krebs. Ja, jetzt. Gleich läuft die Muschel weg. Kommt da raus. Wow! Okay, alles klar, komm, lauf. Lauf, Forest, lauf! Der dreht sich immer von mir weg. Da ist wieder so ein Einsiedlerkrebs. Ich ärgere den. Auf der Flucht.
glaube, der warnt mich total. Guck mal. Es gibt irgendwas. Nee, das sind die Kühe, die wackeln da vorne, oder? Das sind die Kühe, die wackeln. Aber das kleine Krebstier ist auf Angriff. So, das war ein ziemlich abruptes Ende. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Liken, kommentieren, abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Glöckchen aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Bis zum nächsten Video. Tschüss.